Okay, hier kommen meine Top TikTok Motorradvideos oder Autovideos oder wie auch immer, Straßenverkehr, Top TikTok-Videos. Oh, she is a mean machine. Oh Ah, okay, jetzt kann ich auch Leertaste drücken, wunderbarchen. my God. The coolest thing that Der allererste Justin, jetzt geht's auch wieder mit den Sub-Alert. Danke für deinen fünften Monat, Diggi. we've ever freaking built. We were really worried about, since there's no fender guards. Obviously, you slip once, you're dead. Riding up hills and stuff are. Überlegt euch das mal, die haben da einfach Metallspeerspitzen wie Spikes an die Reifen gemacht und das kann dich einfach umbringen. Like slips Also es sieht off. verdammt cool Oh, aus. whoops! Just the edge of one spike caught it. Sucks your whole leg under there, and then well, the rest of you is gonna go with it. Er hat gesagt, wenn du mit dem Bein an einem so einem Spike hängen bleibst, dann zieht dich das halt komplett deinen ganzen Körper runter und dann war es das. Max LP YouTube 05, danke für den vierten. You can see about how dangerous that might be. F11, Digi ist größer. Ah! Ja, gut, ist jetzt auch nicht viel größer. On 60, which we are going to do. You may be wondering, with wheels like this, how are we going to have traction? Oh, Digga, so böse, oder? Wer würde das auch mal gerne fahren im Chat? Mit der Voraussetzung, dass man vielleicht draufgehen könnte. Digga, wie der Hund am Ende da weggerannt ist. Der dachte sich nicht schon wieder. Digga, wie geil ist dieses Auto bitte? Wie tief dieses Auto liegt. Also irgendwie kommt da so ein Vibe rüber, der mich absolut abholt. TÜV? Der TÜVer sitzt hier hinten drin. Das ist Herr TÜV. Da drüben auf dem Beifahrersitz ist der Mann von der Dekra. Die nehmen gerade das Auto ab. So, okay, jetzt haben wir es fünfmal gesehen. Ich muss immer ein bisschen ausixen und gucken, ob ich euch das Video zeigen kann. Aber eigentlich kann ich euch die immer alle zeigen. Okay, nächstes Video. Oh no, I hope I don't fall. Digga, was ist das? Habe ich noch nie gesehen, würde ich aber gerne mal fahren. Das wäre ein absolut legendärer Vlog. Da liegst du mit deinem Gesicht einfach 30 Zentimeter über dem Boden. Oh no, I hope I don't fall. Und ich würde endlich mal Knie schleifen. Guck dir das an, wie nah das Knie am Boden ist. So nah war mein Knie noch nie am Boden. With my Rolls. Royce Royce. Nee, der sagt Rolls. Oder Royce. Digga, wie cool ist das bitte, so ein Mini-Helm für deinen Hund zu haben und der Hund feiert einfach das Motorradfahren. Und der hat einfach so ein Mini-Visier. Boah, da sehe ich mich drin. Da sehe ich mich drin. Ich will mir zwar keinen Hund holen, weil das mir zu viel Verantwortung ist, aber wenn ich so Motovlogs drehen kann und den einfach immer mitnehmen kann, why not? So, warte. Jetzt müssen wir gucken, was nehmen wir hier als nächstes? Das. Wer würde es machen im Chat? Eins im Chat, wer mit dem Auto da auch durchgefahren wäre. Oh, ich glaube, ich wäre auch durchgefahren, ey. Ich weiß nicht, ob ich da Contenance bewahren könnte. Das sieht einfach zu verführerisch aus. Wie willst du denn da nicht durchfahren? Oh.
Gör poker dolayı bize. Wie viele Autos sind an dem Tag wahrscheinlich schon da durchgefahren? Der Fahrer ist bestimmt erneut as fuck. Das erste Auto! Was ist das bitte für ein Schlagloch, Alter? Romania, Rumänien. Er hat's noch gecheckt. Er hat's gut gemacht. Angenommen, du hättest so ein Schlagloch hier in Deutschland. Könntest du denn die Stadt verklagen für so ein Schlagloch, dass, sagen wir mal, deine Felge kaputt gegangen ist? Bestimmt, oder? Digga. Also, das geht ja nicht. Den Kommentar, ich eröffne 100 Meter weiter mal eine Kfz-Werkstatt. Jetzt der erste. Einfach weggeflogen. Ah, okay. In all my years of riding, I've never seen this before. For context, there's roadworks with temporary traffic lights causing a queue. Time to investigate. Also, davon mal ganz abgesehen, dass es im Video um was anderes geht, aber wie viel Promille hatte bitte dieser Arbeiter im Turm gehabt, diese Fahrbahnmarkierung kreuz und quer auf der Strecke zu machen? Auf der Seite und auf der Seite. WTF. Guckt euch mal das an hier. Was ist denn das? Either the silver or blue car seem to think all of the cars ahead are queuing. Digga! Das silberne Auto hat sich einfach hinter die parkenden Autos gestellt und deshalb hat sich so eine lange Schlange da gebildet. They're not. They're just parked cars. Plot twist, there wasn't any queue. I'm glad I filtered or I might still be there. In all- Meint das Coole, wo gerade ernst? Hat das einen Sinn hier? Also klärt mich bitte auf. Ich weiß es nicht. Ich find's lustig. Ist das in England so? Bedeutet das irgendwas, wenn die Fahrbahnmarkierungen schräg sind? Ist normal in England? Hä? Warum denn das? Langsam fahren? Dass eine Kreuzung kommt? Hier kommt doch gar keine Kreuzung. All my years of riding, I've never seen this before. For con- Dient als Geschwindigkeitsbegrenzung. Real talk? Oder schreibt ihr das jetzt alle einfach so rein? Ist das mit Absicht so, dass das hier so krumm und schief ist? Context. There's roadworks with temporary traffic lights called. Den Gegenverkehr, du Nase. Causing a queue. Selber Nase. Time to investigate. Okay, dann nehme ich alle zurück. Der war doch nicht besoffen. Anscheinend bin ich ein bisschen besoffen. Einfach 3000 EQ, dieser Mensch. 3000 EQ. Automat. Automat. Gibt's in Russland fertig zu kaufen? Ja, also, das ist schon, da weißt du auf jeden Fall, was für einen Motorradfahrer du hast, wenn derjenige so ein Kennzeichen hat. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Also ich kenne ja so Killswitch ausmachen oder Schlüssel rumdrehen oder sowas, aber der hat einfach den ersten Gang bei ihm eingelegt, weil der ja im Neutralen ist. Das ist wirklich, erinnert mich so ein bisschen an die Ampel-Battles mit Leon.
seems to free his mind at night. At night, day and night. Zu geil, wie er den ersten Gang einlegt. Warte, jetzt. Astronave da strada con le luci di sotto, c'ho lo stereo che picchia, molto più di un cazzotto, oscurato più un otto, c'ho cerchi 18, portami sciumi e me lo ingroppo. Se attacco il NOS, io divento il RAS. Schizza tutto gas, ma dimmi tu che c'è posso fare, se me la chiama. Also wenn er das jeden Tag so macht nach seiner Fahrt, sich immer wieder mit dem Kran die Ducati ins Zimmer stellen lassen, da ist auf jeden Fall ein sehr guter Diebstahlschutz. No supercar, sta per su, no nu rosica, se questa macchina sa volare. Amazon Prime Lieferung. Wie kriegt er dieses Bike jemals wieder runter? Also muss ja ganz genauso sein. Hat er wahrscheinlich nur für das Video gemacht. War das geskriptet oder nicht, Chat? Ich weiß nicht, ob es geskriptet war. Es sieht so geskriptet aus, weil der so... Ja, keine Ahnung, seine Handbewegung zuerst. Ich würde sagen, es war geskriptet. Ich weiß nicht, es sieht sehr geskriptet aus. Ist das ein Mann oder eine Frau? Weiß nicht. Könnte irgendwie beides sein. Das ist ein Mann, oder? Ja. Kurz mal zur Erklärung. Bei so einem Drift-Battle geht es darum, oder ein Drift-Duell, zuerst fährt der eine vorne weg. Nach einer Runde ist Switch und der zweite fährt vorweg. Und der Hintermann muss versuchen, so nah wie möglich am Vordermann ran zu driften und so nah wie möglich an dem dran zu sein, ohne ihn zu berühren. Darauf kommt's an beim Driften. Digga, mit was für einer Perfektion der das macht. Holy shit.